Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Summoner. Wir haben jetzt die Katakomben erreicht und hier ist schon ein erstes Rätsel. Wir müssen die Statuen hier einmal anklicken und dass die sich reinschieben. Hier an die Wand, wo sie hingehören. So, damit öffnet sich jetzt hier das und da können wir jetzt endlich runter in die Katakombe. So, Waffen ziehen und das Elementar beschwören. Bin mal gespannt, ob es jetzt stärker ist. Ich weiß nicht mehr so genau, wie stark es war. Okay, es hat nur 23 Leben. Okay, Rosalind ist auf Heilzauber. Okay, fangen wir an. Und hier hinten ist schon der erste Untote, ein Bogenschütze. Hauen wir mal da drauf. Okay, Rosalind macht mit ihrem Blitz noch nicht so viel Schaden. Aber ich dafür mit meinem Wildkrummschwert, da die Gegner hier eine Feuerschwäche haben. Und ein Eibenbogen habe ich gefunden. Ist er eigentlich besser als den, der Vlies hat? Was hat ein Vlies für einen? Ah, nee, sie hat eine Armbrust, okay. Brauche ich hier erstmal nicht nach einem besseren Bogen zu gucken, weil die Armbrust ist momentan mit das Beste. Wir sind im Skelett einer dreiköpfigen Schlange. Vadagas, letzte Inkarnation, sagt Rosalind. Jo. Oh, mein Elementar ist tot. Auf jeden Fall sind die Skelette hier sehr einfach zu besiegen, wenn man das Wildkrummschwert hat, da sie wie gesagt eine Feuerschwäche haben. Hier kommen 60 Schaden von nur einem dieser Treffereffekte. Und ich sollte mich mal heilen. Also solltet ihr ein Wildkrummschwert haben, ist das hier eigentlich recht einfach. Wir sind auch schon sehr hoch im Level. Da wir halt wie gesagt gelevelt haben. Aber wie gesagt, es kommen noch schwere Stellen. So, 863 Gold gefunden und da vorne ist schon der nächste Kamerad. Die Blitze haben im Singleplayer auch einen Effekt, die können einen unterbrechen. Jetzt zum Beispiel, wenn die Gegner dauerhaft auf einen draufschlagen oder die Magier angreifen, können die Blitze hier im Singleplayer auch die Gegner unterbrechen. Aber bisher scheint das hier gut zu klappen. So, da ist jetzt schon das erste Problem. Rosalind hat kein Mana mehr und hat relativ wenig Leben. Kann ich sie segnen? Ja, ich kann sie segnen. Das machen wir auch gerade mal. Und wir speichern hier kurz ab, weil jetzt kommt schon eine der schwierigeren Stellen. So, gehen wir weiter. Aber beschwören erstmal unser Feuerelementar. In dem Spiel ist es auch so, im Singleplayer, dass man neue Elementare bekommt, je stärker die Ringkraft ist. Also hier meine ist momentan auf 77. Und wenn es eine bestimmte Zahl erreicht hat, kann man dann was Neues beschwören. Was aber nach dem Feuerelementar kommt, weiß ich nicht. Und mit jedem anderen Ring kriegt man auch ein neues Elementar. Und mein Elementar ist schon gleich tot. Okay. Warum auch immer mich der Gegner hier jetzt ignoriert, weiß ich nicht. So, du gehst mal auf den Bogenschützen. Kannst du den ketten? Ja, du kannst sogar alles segnen. Oh, Joseph ist gleich tot. Darf nicht passieren.
So, das hätten wir jetzt geschafft. Ja, er wird jetzt relativ leicht down gehen. Und schubsen. Ah, leider aufgewischen. Okay, jetzt geht der Rosalind. Ah, okay. Ein Langschwert. Haben wir das nicht schon ausgerüstet? Nee. Langschwert, Langschwert, Langschwert. Hier. Schwert und schwere Waffen plus 3. Also, schwere Waffen 3 braucht man davon. Nach 50 Schaden. Das geben wir jetzt mal doch ihr. Oder nee, sie behält die Armbrust. So, und da steht schon der nächste Gegner direkt voraus. Und der hat mich unterbrochen. Und da kommt sogar noch ein zweiter. Das finde ich jetzt gar nicht so toll. Nein, du wirst sie nicht töten. Nein. Okay, sie sagt sogar nein. Finde ich gut. Aber dafür haben wir ja das Buch Wiederbeleben gefunden. So, heilen wir sie mal gerade. Aber sie hat ja eh nicht so viel Leben, von daher geht das schnell. So, und wenn wir jetzt hier hochgehen, finden wir jetzt eine sehr gute Rüstung für Joseph oder für Fleece oder halt dann den Krieger, den man bekommt. Und noch anderes Zeug, aber das weiß ich jetzt gerade nicht mehr was. So, wir haben hier ein Kettentunika, eine Tunikum Gesundheit und 42 Goldstücke, okay. Kettentunika kann er noch nicht ausrüsten, schwere Waffen 3. Kannst du überhaupt schon schwere Waffen? Ja, da hast du 2. Okay, dann heben wir uns das mal auf. Ja, da wollte ich jetzt nicht dagegen laufen. Ah, hier geht's lang, okay. Okay, wir gehen jetzt mal hier runter, weil da hier unten liegt ein Item für eine Quest. Ich weiß gar nicht, ob wir die schon akzeptiert hatten oder nicht. Aber das Item müsste dann hier liegen. Ein Bogen. Mal wieder. So, die Bogenschützen gehen relativ leicht. Momentan noch. So, einmal ein Feuerschlag getroffen und der Boden brennt. Das finde ich gut. Deine Items hier. Ach, wir können doch eigentlich die ganze Zeit hier lang gehen, weil müssen wir jetzt halt durch den Tunnel laufen. Aber wir müssen gegen keine Magier kämpfen. Ja, schön. Gold. Ah, egal. So, irgendwo hier müsste jetzt das Item sein. Oder es kommt halt, oder ich habe die Quest nicht akzeptiert. Egal. Erstmal einen schönen Feuerball für den Bogenschützen da vorne. Ey, das gibt's doch nicht. Ich hasse Verlangsamung. Verlangsamung. So, jetzt haben wir's. Wow, die Schadenanzeige ging aber gerade mächtig nach oben. Jawohl, das hätten wir. Und das Item ist immer noch nicht in Sicht. Es müsste eigentlich jetzt hier auf dem Weg liegen. Guck ich mal kurz. Nein, haben wir nicht, wie es aussieht. Egal, dann machen wir die später nochmal.
Die Quest. Wie gesagt, noch ist es einfach, die härteren Gegner kommen bald. Okay, gehen wir weiter. So, hier haben wir zwei weitere Bogenschützen. Und Rosalind hat wieder kein Mana mehr. Nein, du haust es mal ab. Okay, ich gebe Fleece lieber gleich mein Schwert, damit Joseph nicht die ganze Zeit alles tanken muss. Ah, sie kann sogar das Kettentunika schon tragen. Dann geben wir es ihr mal gerade. Hat sie Schutz 66. Sehr schön. Und da war ein Feuerschlag und da ist er down. Ja. Dann gehen wir mal weiter. Rosalind hat halt am Anfang noch wenig Mana. Ah, hier. Der erste König der 13 Clans sind hier begraben. Okay. Und hier haben wir sie, die Axt. Die ist wichtig für eine Nebenquest. Hat sich da was vielleicht aktualisiert? Nein. Gucken wir dann gleich mal, was die Axt kann. Oder wem sie gehört, eher gesagt, nicht was sie kann. Wir können sie ja nicht ausrüsten, leider. Wow, 68, nicht schlecht. Und ein Dolch, so, die Axt. Identifizieren. Die Axt von König Ikus. Er ist einer der 13, denen der Krypta der Könige liegen. Okay. Ja, okay, dann weiß ich jetzt nicht, wem wir die abgeben müssen. Ich denke aber mal den Typ da vorne, dem Bruder, von dem wir auch den Schlüssel haben. So, und der Bogenschütze darf erstmal schön einen Feuerball in sein Gesicht haben. Okay, machen wir mal mit Fleece ein bisschen Action. Ich dachte gerade, was ist denn das für ein Gegner, aber es war ja Rosalind. War jetzt ein bisschen fail. Aber... Ah, nächster Bogenschütze. So, damit ist auch der down. Und wir heilen mal durch. Weil ab hier wird es jetzt nämlich schwieriger. Aber bevor wir weitergehen, mache ich hier jetzt kurz einen kleinen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Summoner. Bis gleich.